Langer Atem und eine echte Beziehung zwischen Berlin und Brandenburg. Also, dass wirklich eine Interaktion zwischen beiden Teilräumen erfolgt. Eine gewisse Innovation war auch wichtig. Und hatten wir uns diesmal gesagt, wir wollen ein Kulturprojekt und ein nicht genuines Kulturprojekt auszeichnen. Also noch ein anderes Regionalentwicklungsthema noch mit in den Preis hineinholen. Getreu dem Motto des Preises meine ich, Regionalisierung tut Not. Das heißt, der Ballungsraum darf nicht narzisstisch in sich selbst verharren. Das Brandenburger Land darf nicht schmollend sich an die Seite trollen, sondern in der Region selber kann über Interaktion kulturell, landwirtschaftlich, regionalwirtschaftlich, können eigentlich eigene Systemlogiken gestiftet werden. Da gibt es in Berlin-Brandenburg eine sehr lange Geschichte, in der Zeit sozusagen des 19. Jahrhunderts vor allem, aber auch des beginnenden 20. Jahrhunderts. Und auch wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben, meine ich doch, es ist Zeit, daran wieder anzuschließen und zu versuchen, quasi nicht nur eine Global City Berlin zu haben, sondern eine, die sich ihrer landschaftlichen und regionalen Einbindung bewusst ist und sich das erarbeitet.